Hallo, ihr Lieben dort draußen, ihr Menschen oder wir Menschen dieser wunderbaren Mutter Erde. Ja, Mutter Erde ist unser aller Heimat. Wir ehren und wir lieben Mutter Erde, weil die Mutter uns in der Form selbst immer alles gegeben hat, was wir am dringendsten gebraucht haben und brauchen werden. Die Luft zum Atmen, die Erde, um das auf der Erde alles wachsen und gedeihen kann. Das Feuer, das wärmende Feuer, das ausgleichende Feuer, das wiederum den Sauerstoff braucht, also die Luft. Jede Kerze kann nur brennen in unserem Raum, wenn dort Leben stattfindet. Also Luft ist und sein wird. Wasser, ja, der Quell des Lebens. Ja. Das auch wiederum die Erde braucht und auch das Feuer. Ja, und wir erkennen oder wir haben wieder erkannt, dass alles und jedes nicht nur gebraucht wird, dass alles und jedes ein Ganzes ist, das Große und Ganze. Und es knüpft an die letzten Botschaften. Es ist alles zusammenhängend, also im übertragenen Sinne gesehen. Alles lebt. Alles lebt und wird, Gott sei es gedankt, lebendiger. Und das wird wieder lebendig in und aus uns selbst heraus. Und wir haben erkannt, dass alles zusammen, die einzelnen Fragmente, das Große und Ganze ergeben. Und sehen wir das Leben als das, was es ist, als etwas Wunderbares, etwas Wundervolles. Leben ist zu sein. Zu sein, um die Dinge zu sehen, zu erkennen mit seinem Herzen und alles führt uns zum Ursprung zurück. Was bedeutet Ursprung? Unser aller wahres Sein, unsere wahre Identität, unser lebendiges Wesen im Ich Bin, das Leben. Und auch die Auferstehung im Geist und aus dem Geiste heraus, weil der Geist steht über aller Materie. Wir sind mitten im Quantensprung, das allumfassende eine Zentrum, der Kern, die Basis, die Mitte von allem. Die Mitte aus und in und aus uns selbst heraus, dass das eine nicht kann ohne das andere. Wir werden oder wir sind dabei, ja, natürlich, uns selbst zu lieben und zu ehren. Im Inneren selbst, das Innen ist ja das Außen. Und indem wir das in uns tun, diese wahrhafte Größe, die dort in uns vollkommen ist und nicht erst zu werden braucht, das schließt ja wieder daran an, dass wir keinen Weg mehr zu gehen brauchen.
Wenn wir in uns angekommen sind, dann braucht unsere Form nichts mehr im Außen zu erreichen, dass es im Inneren selbst schon getan hat, da es ja in uns allen vorhanden ist. Es ist immer schon in uns verankert gewesen. Der große, der wahre Schatz, den wir vor uns selbst so lange Zeit verborgen haben. Wir haben es vergessen. Wir haben vergessen, wer wir wirklich sind. Haben uns Personen angenommen, Masken aufgesetzt, Kostüme angelegt, auf Bühnen herumstolziert, mit breiter Brust, um uns selbst abgeschnitten zu haben vom wahren Leben selbst, also vom göttlichen Selbst, von uns selbst, von der Quelle allen Lebens und allen Seins. Und wir besinnen uns nun. Wir besinnen uns nun auf unsere wahre Herkunft. Wir wissen, wir glauben nicht mehr oder wir glauben nun nicht mehr, wir wissen, dass der Ego-Verstand dieses kleine, kranke Ich, und das kann man in Freuden sagen, weil wir es erkannt haben, dass es nur der reine Ego-Verstand gewesen ist, der uns gedient hat. Es geht hier nicht darum, irgendetwas zu verfluchen oder zu verdammen, was uns letztendlich gedient hat, dass das aus uns gemacht hat, erschaffen hat, das, was wir immer selbst sind und auch immer waren. Das Spiel der Dualität war nichts anderes wie ein Spiel des Getrenntseins von sich selbst, von seinem wahren Selbst, um im Außen eine imaginäre Person zu erschaffen, die genährt wurde durch und über den Ego-Verstand, durch und über den Zweifel selbst, im geteilten Verstand, das auch gleichzeitig das gespaltene Reich in einem selbst, also das gespaltene Reich in sich selbst, erklärt. Das Herz hat sich geöffnet. Die Herzensenergien fließen aus der goldenen Mitte und sie fließen, liebe Brüder und Schwestern dort draußen. Und wenn mein Wesen heute sagt, Brüdern und Schwestern, dann meint mein Wesen das auch so in vollster und reinster Liebe, in reinster Weisheit und Güte aus dem Inneren selbst heraus, weil wir stehen jetzt in unserem Ursprung, wir stehen in der Gegenwart. Beenden somit die Vergangenheit, das alte Selbst, um endlich wieder das Original zu sein. Keine billige Prägung mehr, kein Schein, kein funktionierendes Teil, also keine diabolische Maschine, sondern ein vollkommenes, lebendiges Wesen. Eine vollkommene Wesenheit, in der alles vollkommen ist. Das ist ein riesen Megasprung. Dann können wir das mit einem Lächeln, mit Freude in einem im Gesicht, ne, das macht sich ja von innen nach außen bemerkbar. Wann fängt dein Spiegelbild an zu lächeln? Dann, wenn du es selbst tust. Bevor du es nicht tust, tut es auch nicht dein Spiegelbild, also dein Außen. Und wir kommen immer mehr dahinter, was es bedeutet, den Umkehrprozess nicht zu tätigen, ihn als allererstes erstmal zu erkennen, anzuerkennen, anzunehmen, sich selbst wieder anzunehmen als das, was man ist, das die Wahrheit, das reine göttliche Selbst in der Form im Spiegel zu erkennen, um nicht nur zu lächeln, sondern zu lachen. Und dann hat man das wunderbarste Spiegelbild,
dass man so auf diese Art und Weise schon lange, wenn überhaupt, also niemals so erfahren hatte und haben konnte, wie es das jetzt in der Gegenwart in uns selbst und aus uns selbst heraus vonstatten geht. Wir haben lange Zeit in dem Spiel der Dualität über die Kirchen, was ja nur alles wieder Gedankenkonstrukte sind. Na, wir wollen jetzt hier nicht wieder in die Vergangenheit zurückverfallen, das wollen wir nicht. Wir arbeiten unsere Vergangenheit somit auf, das ist was anderes. Das hat nichts damit zu tun, um wieder zu reproduzieren, um das alte Selbst wieder in der Reproduktion zu erschaffen. Nein. Nein, ein ganz klares und deutliches Nein an dieser Stelle. Es gilt, um zu erkennen, um uns zu erkennen. Die Vergangenheit dient uns im Moment eigentlich nur dazu, um uns selbst zu erkennen. Dass wir im Schein selbst immer gemeint haben, wir schauen in das Außen und das hieß ja dann automatisch, ja, man guckt ja auf des Nachbarns Türe oder auf des Nachbarns Hof. Ja, was hat man denn beim Nachbarn immer gesehen? Die eigene Misere selbst. Dann hat der Egoverstand lange Zeit gesagt, nein, das kann doch nicht sein. Und ja, hin und her. Doch ist der Egoverstand nicht das Bewusstsein. Weil das sind ja Dinge, die immer geschehen sind im Unbewussten, im Unterbewusstsein. So unten und oben. Wir haben das Unterbewusstsein. Also müsste ja quasi der gegenteilige Part davon oder das Gegenüber ja das Oberbewusstsein sein. Dann sind wir ja beim Be oder im Bewusstsein, im höheren Bewusstsein, also die untere und die obere Ebene. Ne? So, jetzt kommt das dazwischen, die Mitte. Wir hatten immer die untere und die obere Ebene. Und jetzt aus dem total neutralen Blick, aus der goldenen Mitte heraus, aus dem Herzen heraus, erkennen wir das. Wir erkennen rechts und links in dem Moment, in dem wir in uns selbst angekommen sind. Der freie Wille war nichts anderes wie die Wahl zwischen rechts oder links, also ja, Angst oder Liebe. Die Angst hat ja das rechts und links erschaffen und die Liebe ist die goldene Mitte. Die Mitte ist ja unten und oben, sie ist ja zwischen unten und oben, ne? Und dann erkennen wir auch immer mehr, dass wir die Brücke, die Verbindung sind zwischen beiden Ebenen in uns selbst, in unserem Herzen. Das Herz ist die goldene Mitte zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Erde. Das, was der Egoverstand da immer hineininterpretiert hatte mit, und ja, man ist ja einen elendigen Weg gegangen und das ist ja die Hölle und die Dunkelheit pur und hast du nicht gesehen? Ja, natürlich ist da alles erklärt, es liegt da alles offen, wir wissen es doch alle bereits. Da braucht man keine Diskussionen mehr im Außen zu führen. Diese Diskussionen sind beendet, sie hören in der goldenen Mitte auf. So, nochmal zu der, das, was ich angesprochen hatte mit Vergangenheit und ja, das ist, wenn einem aufgefallen ist, das sollte auch jedem aufgefallen sein, wenn man so in die ganzen Glaubensrichtungen geschaut hat oder wenn man jetzt auch Bücher gelesen hat oder man arbeitet die Geschichte auf, es waren immer nur Männer. Also da geht man ja davon aus oder es kristallisiert sich ja heraus, dass das immer nur Männer waren. Wo ist der weibliche Aspekt immer bei dem Ganzen geblieben? Ist dieser unbewusst zurückgehalten worden? Warum ist das Weibliche so lange zurückgehalten worden? Das hat uns doch letztendlich auch von Mutter Erde entfernt. Also im Großen und Ganzen gesehen, um das Ganze jetzt hier nicht zu lang und zu kompliziert zu machen, weil es nicht kompliziert ist, es war im Ego-Verstand nur kompliziert, weil der sich ja nicht einig war.
Ne? Der kranke, doofe Ego-Verstand, der immer auf der einen Ecke gesagt hat, ja, klasse, wunderbar, und auf der anderen Seite hat er immer wieder gesagt, nein, das kann doch nicht sein und nee, das lassen wir mal lieber. Wir bleiben in der Angst und in der Kontrolle stecken, also im Dualitätsgemäre, in in der Dauerschleife des Replay-Modus. Ne, so in dem Schlafmodus, das Schlafschaf im Schlafmodus, ne, immer schön durch und über den Ego-Verstand, als wenn das ja selbst auch immer das Koma oder beziehungsweise, wie sagen wir das an, als wenn man jetzt Dauerschlaftabletten genommen hätte, ohne das selbst zu merken, sich selbst eingeschläfert zu haben, um dem Ego-Verstand zu dienen, dieser imaginären Matrix, die ja genau dieses immer aufrecht erhalten hatte in dem Dilemma der Dualität selbst. Jetzt erinnert mein Wesen an ein paar Worte von Jesus. Das beginnt bei dem inneren gespaltenen Reich, ne? Die Familie, er hat das wunderbar angesprochen und das ist so aus der goldenen Mitte so deutlich und so ersichtlich. Eine Familie, die in sich gespalten ist, kann keinen Bestand haben. Damit spricht er den Ego-Verstand an, den Feind in sich selbst. Den Samen, den man stets gelegt hat aus diesem heraus, der Baum, der da draus gewachsen ist und auch die Frucht. Damit ist nicht das Feld jetzt gemeint, der Mais oder der Weizen oder was auch immer oder der Apfel am Baum. Nein, damit sind wir selbst gemeint. Wir selbst im Ursprung. Ja. Wir halten einen kurzen Moment inne und wir spüren gerade in diesem Moment, wie wunderbar doch der Geist Gottes ist, wie es uns bereits damals schon gesagt wurde. Nur damals, mein Wesen will jetzt nicht sagen, waren wir nicht so weit. Es war, ach, wie soll man das jetzt ausdrücken? Es war der Startschuss für die große Lehre selbst. Ihr werdet zersplittert und verteilt werden in der Welt, also in dir selbst, auf dass du deinen Weg gehst. Auf der einen Seite der Bruder und auf der anderen Seite der ständige Zweifler im Ego-Verstand. Das Ganze kristallisiert sich so klar heraus, ganz klar, dass das Herz, die Liebe, genau das weiß. Das Wunderschöne in dieser Zeit, ihr Lieben, ist genau das, dass wir genau das erkennen. Dass wir jetzt reif sind, unsere Frucht, wir als Frucht symbolisch gesehen und gemeint, sind reif. Reif, dieses zu erkennen, das heißt mit anderen Worten, dass der Glaube ohne den Zweifel, der reine Glaube, der reine tiefe Glaube, die reine Essenz, der reine Ursprung Wahrheit ist. Nur dass der Ego-Verstand daraus sich zurechtgebastelt hat, in der imaginären Person, die Identifikation mit dieser Person hat doch mit dem wahren Ursprung, mit dem eigentlichen, mit dem Kern gar nichts zu tun gehabt. Gar nichts. Das ist immer wieder durch rechts oder links, immer wieder am Ziel vorbeigeschlittert. Stets vor unseren Augen liegend, also vor unserem inneren Auge, aber durch und über die biologischen im Außen in der, mit Blindheit geschlagen. Wir erkennen, dass alles, liebe Menschen dort draußen, liebe Brüder und Schwestern, alles Liebe ist. Es kann gar nicht anders sein. Es kann und ist die Liebe. Und diese Liebe, es ist,
die uns nicht nur erkennen lässt, die uns zurückgeführt hat zu uns selbst. Und dafür sind wir dankbar und sowas von dankbar, dass wir Mutter auch wieder erkannt haben und erkennen dürfen. Und das ist zur großen Freude der Mutter selbst. Und indem wir dieses aussprechen und es in uns einfließt, wird die Mutter wieder lebendig in uns allen. Weil wir gar nicht drum rumkommen, das Lebendige weiter tot zu schweigen, weil das gar keinen Sinn und Zweck mehr geben würde in Gegenwart und Zukunft. Wir können uns nicht weiter unseres eigenen und wahren Selbst belügen, weil das brauchen wir gar nicht mehr, weil es so wunderschön ist, erwacht zu sein und dieses zu erkennen. Und dann kann ich wieder in mein wahres Schöpferwesen kommen. Und dann beginnt man aus dem Inneren heraus wieder zu schöpfen, zu erschaffen. Es geht nicht ein Teil ohne den anderen. Es braucht beide Teile zusammengefügt in der Mitte. Einseitig ist armselig. Und armselig ist das kleine kranke Ich des Ego-Verstandes. Und darum tritt jetzt immer mehr in Erscheinung, dass ich bin. Dass ich bin. Und das ist jeder von euch, weil wir sind. Der Ego-Verstand es gewesen ist, der uns voneinander getrennt hat, der uns nicht die Liebe erlaubt hat, der das Leiden und das Elend hat verlängert. Es war stets und nur der Ego-Verstand. Aber wir danken dem Ego-Verstand für diese wunderbare und große Erfahrung, die wir machen sollten und machen mussten, um letztendlich wieder zu unserem Herzen zurückzufinden, zu unserem Ursprung in uns. Und wenn mein Wesen sich jetzt auf das Herz fasst in der Mitte und bewusst atmet dabei, das ist Leben. Mega geiles und wunderbares Leben. Wir alle haben gemeinsam die Zukunft in unser aller Hände. Es ist uns eine große Verantwortung übergeben worden. Und diese werden wir aus reinsten und tiefsten Herzen. Aus reinstem und tiefstem Herzen nicht nur annehmen, wir werden diesen neuen Weg gehen, weil das Alte brauchen wir nicht mehr. Es hat uns jetzt nun lange genug gedient, es hat jetzt nun ausgedient und an dieser Stelle einen ganz großen Dank an das Weibliche in uns allen selbst. Danke an Mutter Erde und danke an das weibliche Selbst. Und das sind wir, auch ihr lieben Männer, das sind wir uns nicht schuldig, aber genau das brauchen wir jetzt in dieser Zeit. Wir brauchen das weibliche oder das Stück Weiblichkeit in uns selbst wieder, um uns selbst wieder zusammenfügen zu können. Und genauso gilt das für das weibliche Wesen, den männlichen Teil wieder in sich zusammenzufügen, in seinem reinsten Ursprung, nicht in seinem kranken Ego-Verstand, in diesem kranken Spiel der Dualität. Und wir sind auf dem besten Wege. Wir sind Menschen, wir sind keine Deutschen, wir sind keine Russen, wir sind keine Amerikaner, wir sind alles Menschen dieser Mutter Erde. Und das wird letztendlich auch die letzten Blockaden fallen lassen. Und das wird in die Grenzenlosigkeit und in die Freiheit kommen, weil unser Geburtsrecht vom Vater und von Mutter selbst ist Freiheit. Und diese Freiheit holen wir uns jetzt. Danke für euer Gehör. Danke für eure Herzen. Hab euch alle lieb. Euer Löwenherz. Bis dann. Bye bye.